Willkommen bei Bildner TV. Heute dreht sich wieder alles um Microsoft Visio. Im vorangegangenen Video zeigten wir euch, wie ihr mit Shapes und Verbindern umgeht. Heute gehen wir dazu weiter ins Detail und ich zeige euch, wie ihr eigene Shapes in eigenen Schablonen anlegen könnt. Bleibt dran! Hallo, ich bin der Andi und hallo bei Bildner TV, eurem YouTube-Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und das digitale Leben beschäftigt sich heute mit Visio. Wir haben bereits zwei Videos in dieser Reihe gemacht. Im letzten Video habe ich euch dazu Shapes und Verbinder von Shapes gezeigt. Ja, und da knüpfen wir auch gleich weiter an. Ich zeige euch, wie ihr Shapes anpassen könnt und diese vor allem in eigenen Schablonen sichern. Wenn ihr ein Projekt startet, bleiben wir mal bei einem Grundrissplan, dann braucht ihr ja nicht alle Shapes, die euch da Visio zur Verfügung stellt. Meistens nimmt man ein paar spezielle her, man hat seine Räume, man hat bestimmte Tische, Stühle, Computer, die man einfügt, also vielleicht so 20 Shapes, die man immer wieder verwendet. Und diese könnt ihr euch gleich anpassen und in einer eigenen Schablone absichern. Ja, wie geht das Ganze? Ich wechsle jetzt hier gleich mal in Visio und ich öffne auch gleich mal einen Büroplan. So, erstellen wir ihn. Jetzt seht ihr auf der linken Seite eure Shapes. Erstmal hier Wände, Türen und Fenster. Und dann habe ich hier mein Bürozubehör und meine Büroausstattung. Ich entscheide mich jetzt mal für Büromöbel, denn die muss ich öfter anpassen, damit sie an meine Gegebenheiten auch passen. Ja, ich ziehe mal so einen Ecktisch rein und auch einen Tisch. Und ihr seht schon, die passen jetzt hier von der Größe her nicht zusammen. Ich passe das jetzt mal so an, wie ihr die in der Größe anpasst und positioniert. Das habe ich euch ja im vorangegangenen Video gezeigt. Ja, und ihr seht, die passt jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Und ich möchte auch noch die Farbe ändern. Das heißt, ich klicke das Objekt an, gehe oben auf Start, nehme hier die Füllung und gebe den jetzt einfach mal ein Grün. So. Jetzt habe ich ja die entsprechend abgeändert. Aber ich werde die noch häufiger brauchen, diesen Tisch, dieses Eckteil. Und die kann ich mir jetzt in eine eigene Schablone speichern. Das heißt, ihr geht dazu links in den Bereich, wo die Schablonen sind. Und dort habt ihr den Punkt weitere Shapes. Und wenn ich da mal nach unten gehe, seht ihr, könnt ihr eine Schablone öffnen, die ihr bereits gespeichert habt, oder eine neue Schablone erstellen. Und da gibt es einen Unterschied, ob ihr metrische Maßeinheiten oder US-Maßeinheiten verwendet. Ich denke mal, bei uns in Europa werden wir hauptsächlich auf den metrischen Maßeinheiten bleiben. Deswegen nehme ich die auch. Und ihr seht, mir wurde jetzt hier eine Schablone 2 erstellt. Ihr könnt auf diese Schablone 2 mit der rechten Maustaste draufklicken und hier auch auf den Punkt Eigenschaften gehen. Und da gibt es einen Titel und das nenne ich jetzt einfach mal meine Möbel. Und ihr seht, schon heißt diese Schablone meine Möbel. Ja, und dann müsst ihr einfach nur noch hergehen und die Shapes, die ihr auf eurem Zeichenpapier habt, nehmen und mit gedrückter Maustaste jetzt nur noch hier rüber ziehen. Und ihr seht, dann wird das gleich hier abgelegt. Und ihr könnt euch jetzt natürlich auch noch weitere Sachen hier reinziehen. Und ihr könnt es auch ruhig mit Sachen machen, die ihr gar nicht verändert habt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Büroausstattung, ich brauche öfter auch dazu jetzt gleich einen PC und das Telefon und den Drucker. Dann nehme ich die drei, gehe wieder auf meine Möbel und kann die jetzt hier auch einfach mit reinziehen. Ja, die bekommen alle einen Standardnamen verpasst. Und zwar, das ist immer ein sogenannter Master Shape, also eine Shape-Vorlage. Und wenn ihr auf so einen Master Shape geht, der einfach jetzt hier nur Master 2345 heißt, geht ihr drauf, rechte Maustaste auf diesen Shape und da wählt ihr dann den Punkt Master Shape umbenennen.
Und jetzt tippt ihr einfach einen neuen Namen ein. Ich nenne das Ganze jetzt mal wieder Ecktisch. Und den hier einfach nur Tisch. Ja, das macht ihr dann mit all euren Shapes, die ihr so erstellt habt. Und ihr könnt die dann natürlich wieder genauso einfügen wie auch einen anderen Shape. Das heißt, ich gehe wieder hier auf meine Shape-Liste und mit gedrückter Maustaste zieht ihr den wieder raus. Und ihr seht, jetzt kann ich den beliebig oft rausziehen. Und wenn wir uns vor allem den Tisch anschauen, den ich rausziehe, der hat gleich die richtige passende Größe, dass er genau hier anschließt. Ja, da möchte ich euch gleich noch etwas weiteres zeigen. Und zwar, ihr könnt auch eigene Formen erstellen. Eigene Formen könnt ihr aus den vorhandenen Formen erstellen, indem ihr sie kombiniert oder indem ihr sie selber zeichnet. Das selber Zeichnen wäre jetzt hier ein bisschen aufwendig zu zeigen. Ich mache das mal mit vorhandenen Formen. Wichtig ist, ihr braucht für das Zusammenfügen, das Zusammenkleben von Formen, braucht ihr die Entwicklertools. Wenn ihr mit Word, Excel, PowerPoint gearbeitet habt, dann kennt ihr die ja schon vielleicht. Ihr schaltet sie genauso wie in Word oder Excel ein. Ihr geht in euer Menüband, sucht euch eine freie Stelle, rechte Maustaste und ihr klickt auf Menüband anpassen. In dem Fenster findet ihr auf der rechten Seite die ganzen Registerkarten. Ihr seht, welche ein- und ausgeschaltet sind an den kleinen Kästchen. Und da findet ihr auch die Entwicklertools. Schaltet sie einfach hier ein, dass das Häkchen drinnen ist. Okay. Und dann findet ihr oben neben Ansicht die Entwicklertools. So, ich klicke die an. Und ich brauche die Entwicklertools, damit ich hier zwei Formen miteinander verbinden kann. Jetzt habe ich häufig zum Beispiel eine Tischkombination, die sieht so aus, dass ich hier den Ecktisch habe und zwei andere Tische. Nochmal zur Erinnerung, mit gedrückter Steuerungstaste und Ziehen mit der Maus könnt ihr Objekt duplizieren. Ich muss die also nicht extra kopieren und einfügen. So, ich lasse die ein bisschen überlappen und ihr bastelt euch eure Form so zurecht, wie ihr sie braucht und markiert sie komplett. Jetzt habe ich hier meine drei Objekte und ich gruppiere die jetzt nicht, sondern ich möchte eine einzige Form daraus erstellen. Das heißt, ich verschmelze die miteinander. Dazu gehe ich auf Entwicklertools und direkt unter den Entwicklertools findet ihr Vorgänge. Und bei Vorgänge, wenn ihr draufklickt, habt ihr jetzt verschiedene Zuschneiden-Optionen. Und das erste ganz oben ist die Gesamtmenge. Damit werden alle Objekte, die ich jetzt markiert habe, miteinander verschmolzen. Und aus drei Objekten, ich klicke drauf, wird ein einziges. Und so könnt ihr euch aus verschiedensten Formen ja, eure eigenen Shapes zusammenbasteln. Ja, und jetzt nehmt ihr einfach diese Form und schiebt die in eure eigene Schablone hinein. Also ich nehme sie und schiebe sie rüber in meine eigenen Schablonen. Was noch wichtig ist zu wissen, ihr könnt nur eure eigenen Schablonen anpassen. Die bereits von Visio vorgegebenen Schablonen und Shapes könnt ihr nicht verändern. Das heißt, wenn ihr was versucht, zum Beispiel hier im Büromöbel oder Büroausstattung reinzuziehen, das wird nicht funktionieren. Also dafür müsst ihr immer eure eigenen Schablonen anlegen. Diese und zahlreiche weitere Tipps findet ihr natürlich auch in unserem Buch zu Microsoft Visio. Und wie schon mehrmals erwähnt, Visio hat sich in seinen grundlegenden Bedienungen eigentlich nicht verändert. Deswegen das Buch für 2013, 16 und 19 von einem erfahrenen Dozenten geschrieben. Das heißt, ihr findet darin wertvolle Tipps. Ja, und jetzt zeige ich euch noch, was ihr mit diesen Vorgängen machen könnt. Ihr könnt nicht nur Formen verbinden, sondern auch zurechtschneiden. Ich wechsle hier mal wieder in mein Visio und ich hole mir schnell eine weitere Schablone, nämlich ganz allgemein hole ich mir einfach nur mal Standard Shapes und ich hole mir mal ein Quadrat so, und einen Kreis. Ich gebe den mal auch schnell eine Farbe. Ich
Ich nehme mal zwei verschiedene Farben, damit man sie besser auseinander kennt. Und jetzt könnt ihr eine Form wie einen Keksausstecher hernehmen. Ich lege die mal übereinander, markiert dann beide Formen und geht auf Entwickler, Tools, Vorgänge. Ihr könntet sie jetzt einfach subtrahieren. Dann wird das hintere als Ausstecher genommen und übrig bleibt nur das, was im Vordergrund liegt, also jetzt hier mein Kreis. Das will ich aber nicht. Ich tue jetzt aber gar nicht lange rum. Ich nehme einfach in Einzelmengen zerlegen. Einzelmengen zerlegen bedeutet, ich habe jetzt dann drei Teile, nämlich, ich klicke es mal an, ich habe jetzt das, was separat war, nämlich den unteren Teil vom Kreis, den oberen Teil meines Quadrats und die Schnittmenge der beiden, habe ich jetzt alles in Einzelteile. Ja, und ihr seht, so kann ich ganz leicht aus einem Quadrat zum Beispiel so eine runde Fläche ausschneiden, wenn ich das für spezielle Formen brauche. Ja, und ich denke, damit ist es auch für grafisch nicht so Geübte relativ einfach, auch neue Formen zu erstellen. Ja, und vergesst nicht, das Ganze dann in eure eigenen Shapes einzufügen. Ja, und als letztes, was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ihr müsst eure Shapes dann auch noch abspeichern. Ich gehe jetzt hier mal auf meine Möbel. Ihr seht, ich habe hier eben meine Schablone, meine Möbel und ihr habt hier auf der rechten Seite auch ein Diskettensymbol zum Speichern. Das heißt, ich klicke jetzt hier einfach drauf und ihr könnt jetzt diese Schablone abspeichern und die wird standardgemäß in eure Dokumente gesichert, in den Ordner Meine Shapes. Da heißt jetzt hier einfach Schablone 2 und ich nenne sie auch gleich mal meine Möbel. Und abspeichern. Ja, und wenn ich jetzt ein komplett neues Dokument beginne, also ich mache jetzt hier mal ein Standarddiagramm. Ihr seht, es ist komplett leer. Und jetzt habe ich hier natürlich auch meine Shapes nicht zur Auswahl. Dann geht ihr einfach oben auf Weitere Shapes, geht auf Meine Shapes und hier seht ihr meine Möbel. Die Datei ist hier hinterlegt. Ich muss nur noch anklicken. Und falls ihr die von einem anderen Computer euch gespeichert habt und übernommen habt, dann braucht ihr in dem Menü ganz unten eigentlich nur auf den Punkt Schablone öffnen gehen. Denn da könnt ihr euch auch Schablonen laden, die hier in diesem Video noch nicht geöffnet waren. Also, ich gehe auf meine Shapes, meine Möbel, klicke es an und ihr seht, ich habe sofort hier auf der linken Seite wieder meine Formen und hier zum Beispiel auch gleich meine verbundenen Tische, die ich zu einer eigenen Form gemacht habe. Ja, ihr seht, das Ganze ist ganz einfach. Im nächsten Video zeige ich euch dann noch ein paar Tricks zu den Verbindern, die ich euch ja auch schon mal gezeigt habe, wie ihr diese Verbinder noch stärker anpassen könnt auf eure Bedürfnisse, sodass sie auch wirklich zu eurer Grafik passen. Abonniert uns, dann verpasst ihr keins der Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald bei Bildner TV.